Ein Krieger des Lichts hat Träume. Seine Träume führen ihn weiter. Aber er begeht niemals den Fehler zu glauben, der Weg sei einfach und die Pforte sei breit. Es gibt Augenblicke, in denen man handeln muss. Und es gibt Augenblicke, in denen man hinnehmen muss. Der Krieger weiß um den Unterschied. Ein Krieger des Lichts betrachtet das Leben zugleich voller Zärtlichkeit und Strenge. Er steht vor einem Geheimnis, dessen Lösung er eines Tages finden wird. Dieses Leben ist irgendwie verrückt, redet der Krieger selten über seine Pläne. Und manchmal glauben die Leute, es sei aus Angst vor Neidern. Doch er kennt die Macht des Wortes. Jedes Mal, wenn er von einem Traum spricht, verbraucht er ein bisschen von dessen Energie. Und er riskiert, durch das viele Reden alle Energie zu verbrauchen, die zum Handeln notwendig ist. Ein Krieger des Lichts kennt die Macht des Wortes. Ein Krieger des Lichts kennt den Wert der Beharrlichkeit und des Mutes. Jeder Krieger weiß, was sich lohnt. Er baut bei seinen Entschlüssen auf die Inspiration und den Glauben. Wenn jemand etwas ganz fest will, dann setzt sich das ganze Universum dafür ein, dass er es auch erreicht. Der Krieger weiß, dass ein großer Traum aus vielen unterschiedlichen Dingen besteht, so wie die Sonne die Summe ihrer Millionen Strahlen ist. Ein Krieger des Lichts hat keine Gewissheiten, sondern einen Weg, dem er folgt und dem er sich immer wieder aufs Neue anzupassen versucht. Ein Krieger des Lichts kennt den alten Spruch, wenn bereuen töten könnte. Und er weiß, dass bereuen tötet. Es zersetzt langsam die Seele dessen, der etwas Falsches getan hat, und führt zur Selbstzerstörung. Die Welt erscheint den Feigen bedrohlich und gefährlich. Sie suchen die verlogene Sicherheit eines Lebens ohne große Herausforderungen und bewaffnen sich bis an die Zähne, um das zu verteidigen, was sie zu besitzen glauben. Die Feigen schmieden letztlich die Gitter ihres eigenen Gefängnisses. Ein Krieger des Lichts denkt über den Horizont hinaus. An diesem Punkt haben Millionen Menschen bereits aufgegeben. Das beweist, dass deine Seele lebendig geblieben ist.